Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Minecraft Let's Play. Wie beim letzten Mal, auch am Feuer und im Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, habe ich es doch nicht geschafft, die Kisten abzusortieren. Deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal schnell. Und wir hören auch wieder Musike. Falsche Kiste dafür. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo was hingehört. Der gehört da noch rein, das gehört da noch rein, das gehört da noch rein. Ja, das andere ist woanders. So. Die gehört nämlich da rein. Ein bisschen Kohle wollten wir immer Mann haben. Und haben wir viel Eisenerz. Ist das super. So. Und wir hören auch wieder Musik, habe ich ja schon erwähnt. Ich könnte ja auch noch erwähnen, wie es heißt. Es heißt, wie es da heißt, Radio Noiseville Metropolis, das Album. Das Ganze wieder freundlicherweise gefunden auf jamendo.com. Und auch wieder unter Creative Commons veröffentlicht mit Attribution. Was heißt, dass ich nur erwähnen muss, dass sie sind und dann sind wir quitt. Also, wir hören Metropolis mit dem Album. Nein, Radio Noiseville mit dem Album Metropolis. So rum war das. Tja, so schön kann es denn sein. Wenn es denn mal schön ist, wenn es denn mal nicht schön ist, ist es nicht schön. Und brauchen wir jetzt auch nicht weiter uns darauf vertiefen, wie es denn ist. Jetzt müsste mir bloß einfallen, wo denn meine... Ach, da oben. Wo mein Zeug überall hin ist. So. Draußen ist schon wieder Nacht. Das heißt, wir gehen gleich nochmal pennen. In der letzten Folge haben wir ja viel erlebt. Wie in jeder Folge. Ja, wir erleben ja eigentlich immer nur viel. Unter viel machen wir nicht mehr. Und da wir viel erlebt haben, können wir ja diesmal auch ganz viel wieder erleben. So einfach ist das. So, den Krempel nehmen wir mal noch mit. Hungrig sind wir auch gerade nicht. Das ist eine Ernte, müssten wir auch mal wieder. So. Ja, nur 64. Na, machen wir das gleich mal. Wird gleich mal noch hier erntet. Ich lege mal noch den restlichen Scheiß ab. Dann ernten wir noch, legen uns aufs Öhrchen und laufen wieder mal ein bisschen durch die Gegend. Und was ich noch erwähnen muss, im Gegensatz zu sonstigen Aufnahmen, 40 Minuten sind angedacht und eingeplant. Könnt aber auch weniger werden. Das kann ich gerade noch nicht wirklich voraussagen, wie viel es denn wirklich werden wird. Hallo Creeper. Ah, da ist das eine Feld, was ich noch neu mit der Feldhacke beharken muss. So. Mal hier schon mal anfangen. Ja, und wir wollten hier auch noch automatisieren und so. Ich hab's nicht vergessen. Kommt alles noch demnächst. Mal gucken, ob ich nächste Woche ein bisschen mehr schaffe, rauszuhauen. Vielleicht mal wieder 5 Stunden für euch. Wo da keiner weiß, wie er es angucken soll. Wieder super, oder? Können wir doch machen. Wenn wir machen können, machen wir das einfach auch, weil wir sind da ja nicht so. Außerdem gibt es eine neue Minecraft-Version, die 1.3.1 ist draußen verfügbar und auch für euch schon benutzbar. Wer zufälligerweise von euch auch auf dem Server rumgammelt, da dauert es wie immer ein wenig länger. Mal gucken, ob es überhaupt noch ein Craft Bucket Update gibt. Wir erinnern uns daran, Mojang hat sich das komplette Craft Bucket Core Team geangelt. Die arbeiten jetzt für Mojang selber. Von daher weiß ich noch nicht, wie das mit dem Server wirklich wird. Das wird sich erst in den nächsten Tagen ergeben, dass es uns mal jemand beschreibt, wie das weitere Vorgehen so aussehen wird in der Zukunft. Das
können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Vielleicht ja doch, vielleicht gibt es schon irgendwo einen verwegenen kleinen Forumseintrag, den ich jetzt noch nicht kenne, aber... Naja, bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, bis wir das wirklich wissen müssen, weil alle auf dem Server wissen ja, alte Versionen aufheben, damit sie weiterspielen können, neue Versionen dann bei Bedarf nachinstallieren. Man kann ja auch zwischen den Versionen hin und her switchen. Leider ist das noch nicht komplett automatisiert. Außerdem habe ich sehr viel gehört, sehr viel, was jetzt passiert ist. Dass man einfach seinen lokalen Server zu einem LAN-Server machen kann und so weiter. Also sein lokales Spiel einfach mal ganz schnell, wenn man irgendwo ist, mit Freunden teilen und so. Das ist schon relativ cool. Und ein paar technische Details sind auch noch dazugekommen, die sich viele jetzt noch nicht erklären können. Ominöse Server-Records und anderes Zeug, was sie sich ausgedacht haben. Und was ich selber für ziemlich cool halte. Ein sehr, sehr technisches Detail. Die komplette Kommunikation zwischen Minecraft-Server und Minecraft-Client ist nun verschlüsselt, um angeblich Man-in-the-Middle-Attacks auszuschließen. Oder weiter zu dezimieren. Ja, du. So ein Scheiß hier. Ja, das ist angeblich so und vielleicht auch wirklich, das wissen wir noch nicht so ganz, aber da wir uns ja gerade daran gewöhnt haben, hier Froschschenkel, ach nee, Froschschenkel hatte ich ja gar nicht, oder hatte ich auch Froschschenkel? Auf jeden Fall diverses Zeug in der Karte zu haben, was hier kreucht und fleucht und lebt. Würde ich mal sagen, wir bleiben noch ein bisschen auf der anderen Version. Das ist ein... Hui! Blauen Augen. Ich habe nichts zum Tamen dabei. Ente. Tja. So nicht mit mir. So, was machen wir denn heute? Wir haben da so eine neue Höhle, die wir noch weiter erkunden könnten. Da hinten irgendwo. Oh. Hier paaren sich zwei Bären. Naja. Wie schön die Natur halt auch immer ist. Was haben wir hier? Ein Ei. Ein Ei. Ja, sehr viele kleine, feine Neuerungen. Auch ein paar große sind dabei in der neuesten Minecraft-Version. Außerdem soll es sehr viel stabiler und schneller laufen. Mal gucken, wie es denn ohne Optifine aussieht. Wenn wir alles uns demnächst angucken. Ein zeig mal, was in Minecraft so neu ist. Mache ich mal nicht, habe ich mir gedacht. Weil das haben jetzt schon so viele andere gemacht und ich hätte mich jetzt noch eine Stunde lang ins Thema einlesen müssen. Und die Zeit habe ich leider heute nicht. Weil wie schon gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich die meine übliche Dreiviertelstunde, die Musik ja wieder mal vorgibt, schaffe einzuhalten. Dies ist noch nicht so ganz klar, aber wird demnächst klar werden. Spätestens, wenn das Handy scheppert. Ja, außerdem, wie schon angekündigt, demnächst auch mal wieder eine neue Dreckbuddler-Seite korrigiert. Ist sie inzwischen, sie zeigt mal wieder aktuelle Kommentare an. Da gab es ein paar Probleme. Ein Fuchs. Oh, was ist denn das hier? War ich ja auch noch nie. Naja. Dann geht's mal los hier, ne? Auf nach unten. Kann ja gar nicht.
Ja. Na, aber der hatte eine geringe Sprengkraft, der Creeper. Ja. Und Eisen nehmen wir natürlich wie immer mit. Muss sein, muss sein. Eisen wird immer gebraucht. Das hier auch mal wegwerfen. So. Dann hier auch mal wieder ein bisschen ausfüllen. Krass, haust du ein Klötzchen weg, verändert sich das komplette Lichtverhältnis hier. Naja, das sind alles so kleine, feine Dinge, die sich demnächst auch verbessern könnten. Mit der neuen Minecraft-Version. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie so sehr viel an den Lichtgeneratoren und so weiter gearbeitet haben. Also an den Dingen in ihrem Code, die berechnen, wie das Licht hier so fällt. Modern ausgedrückt werden das ja Shader. Ich wette, bei ihnen heißt das auch so. Also benutzen ja leider keine... Oh, was haben wir denn da? Leider keine Hardware-Shader. Falls so bei die Vermutung aufgrund der Geschwindigkeit, in der das Ganze vonstatten geht. Aber da kann ich mich auch irren. Da stecke ich nicht zu 100% in den Details. Eine Sackgasse. Ja, ist doch gut. Dann war hier unten nur der eine Creeper bislang drin. Das ist doch supi. Das freut uns doch. Uns die praktisch angewandten Powercrafter. Ja, diverses Tierzeug. Kleine Erkundungstour hier wieder unter der Erde. Und ja, ich weiß, ich wollte ja ganz viel. Ich will ja immer bauen und was ich nicht alles will. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt aktuell nicht so direkt das große Projekt vor Augen. Das, wofür sich die Kisten hier gesammelt haben, lohnen würde. Vielleicht lade ich mir ja auch mal einfach jemanden ein. Machen wir hier so ein LPT draus. Geht ja dann ab der 1.3.1. Und hier benutzen wir die Welt einfach mal gemeinsam und bauen hier gemeinsam was. Ich weiß, auch im Cast, der am Mittwoch wieder stattfinden wird, das kann ich an dieser Stelle auch schon sagen, stehen ja auch noch so ein, zwei Interviews aus. Steht so viel aus, ne? So viel zu tun, so wenig Zeit. Aber ihr wisst ja, wir sind in anderen Umständen. Alles verändert sich, alles ist im Fluss. Und ich für meinen Teil fließe dahin, aber das auch mehr temperaturbedingt. Wir annähern 30 Grad draußen, hier drin sind es 26, wir haben es geschafft. Runter zu kühlen. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber es sind immerhin keine 30. Was schon mal sehr gut ist. Dies freut uns schon. Und es freut uns doch. So. Da oben nochmal ein Fäckelchen hin. Ach, ist aber nur eine kleine Höhle hier. Eine kleine Hütte. Mäh. Sagte die Ente. Ist eigentlich schön hier. Das lassen wir. So, da machen wir nochmal ein Fäckelchen hin. Na, Bunny. Hier nochmal ein Fäckelchen. Hier nochmal ein Fäckelchen. Da nochmal. 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 Ein Enderman. Da nochmal. Da nochmal. Tschüss.
Weiter in die Dunkelheit schreitet er, der Endermann. Nicht zu verwechseln mit dem Eiermann. Eieieiei. Ach, die Zucker werden auch gleich wieder rum. So, ich mach das mal so. Außerdem steht ja noch was anderes aus. Ich muss ja noch Daisy zocken. Daisy, der Zombie-Tag. Na, die Fackel war sinnvoll platziert. Wo sich sinnvoll mal ganz anders definieren lässt. So. Ach ja, das ist doch, glaube ich, ganz gut so. Ja, dann haben wir es da hier ein bisschen ausgeleuchtet und da unten geht es noch weiter, aber da will ich jetzt gar nicht hin. Ich hole mir jetzt noch schnell hier das Eisen raus der Wand. Und dann soll es das auch erstmal sein und wir laufen zurück zum Haus, glaube ich. Ja, ich glaube schon. So, schön ausgeleuchtet. Oh ja, draußen ist schon Nacht. Schön ausgeleuchtet ist es auf jeden Fall. Das heißt, wir können hierhin auch gerne nochmal zurückkehren. In einer späteren Folge oder am späteren Stream-Zeitpunkt. Weil. Vielleicht schaffe ich es ja heute sogar nochmal hierher zurückzufinden. Jetzt heißt es erstmal durch die endlosen Weiten vorbei an den ganzen Zeug hier zu eilen. In unser Bettchen. Ich will gar nicht wissen, was alles hinter mir ist. Ich will es gar nicht wissen. Ich renne einfach weiter. Bin ich schon wieder vom Block gekommen? Ja, Bäume. Achso, ja, eine Sache muss ich einfach erwähnen. Die fand ich richtig cool, als ich sie gelesen, beziehungsweise ich habe ja nicht gelesen, ich habe gesehen. Autsch. Hier haben wir wohl eine kleine Schlucht. Eine Sache fand ich ziemlich cool, als ich sie da jetzt entdeckte. In der neuen Minecraft-Version gibt es einen neuen Game-Mode, den Adventure-Mode. Und der passt natürlich wie die Faust aufs Auge für etwas, was wir da... Jo, der Creeper hat gewirkt. Für etwas, was wir da bei uns auf dem Server Takeshi nennen. Dafür ist dieser Modus perfekt. Außerdem... ist der auch perfekt, um mal Karten vorzuproduzieren und die rauszugeben. Also so Adventure-Karten einfach mal zu bauen, gemeinschaftlich und dann auch zu spielen. Ich habe jetzt nicht alle Details für eben diesen Modus im Kopf. Aber ein paar habe ich mir schon angucken können und es sieht so aus, als ob es genau diese Lücke schließt. Zwischen zwei... Möglichkeiten. Ja. Ihr habt mich alle lieb, ich euch auch. Ist mir jetzt alles scheißegal. Ei! Geronimo! Ja. Ja. Schweige still, Krupptier. So. Oh, endlich zu Hause. Lecker, lecker, lecker Fassbrause. Und das ist nicht das Einzige, was lecker ist. Lecker Getreide haben wir auch. Und ich habe immer noch die
müde. Nein, falsch. Spitzhackere. Siehst du, ich wollte das ja auch mal aufräumen, was ich nicht alles machen wollte, ne? Das ist halt. Und verzaubern wollte ich mir auch mal endlich antun. Und so weiter. Wollte so viel. Aber nein. Gemacht haben wir bis jetzt nicht so viel. Wir haben viele Höhlen erkundet in letzter Zeit. Weil es auch einfach so das Kurzweiligste ist, was man hier machen kann, ohne große Planung. Ja. Und ja, ein größerer Umbau noch von unserer Haupthöhle. War auch noch da. Also war auch noch dabei. Ach, da ist ein Lavasee. Still und starr ruht der Lavasee. Da sind wir eben fast reingeflogen, ne? Mann. Was nicht alles wieder passiert. So, und fluppdiwupp sind 20 Minuten schon wieder um, sehe ich gerade. Sogar schon ein bisschen mehr. Und passiert ist jetzt nicht so sonderlich viel. Es bleibt halt Minecraft. Oh, was ist denn das? Okay. Big Cat Claws. Katzenklauen. Achso, ja. Hier wollte ich noch runter vorhin. Nachdem ich hier fast reingesegelt bin, will ich hier auch mal runter. Hier. Wenig. Mache Tour. Und sei. Sei einfach. Einfach sein. Ich glaube, der Künstler kommt aus Deutschland. Klang jetzt eben sehr deutsch. Was. Ja. Gut, wir hätten jetzt die Taschen schon einmal leeren können, aber warum sollten wir? Oha, da geht es tief runter. Ich glaube, in den Teil der Höhle wollen wir erstmal nicht. Erstmal. So. Jetzt haben wir das doch hinter uns. Ach. Alter. Puh. So, mach mal hier mal dicht. Jetzt auch schon wieder runter. Boah, ey. Was für eine Scheiße! Ja. Ja, also ich glaube, wir dürfen uns hier nicht ganz so einfach den Acker machen, wie wir es gerne hätten.
Mhm. Ach, da schießen ja alle hin. Hallo? Was ist denn hier los? Alter! Verrecke ich hier auch noch fast? Nein, fast ist falsch. Damn it! Oh, jetzt renne ich darüber. Da hängt, liegt ja mein ganzes Zeug noch. Ganz schnell in den Canyon, solange noch Tag ist. Zeug holen wieder nach Hause. So sieht's jetzt mal aus. Mann, was sind denn da für Spawner, ey? Skelett-Spawner, Spinnen-Spawner, Creeper-Spawner oder was? Oder war es jetzt die ganze Höhle, die sich einfach mal gesagt hat, oh, boah, gehen wir mal da wieder zurück, ne? Alter. Tja, damit sind wir bei Let's Fail 003, glaube ich, ne? Oh, fuck. Naja, zumindest ein Freud's. Ich habe jetzt ja auch nicht darauf geachtet, dass ich schon so viel abgekriegt hatte. Aber ja. So ist das halt. Manchmal. Manchmal im Leben und so. So, und hier sind wir runter. Genau. Hier sind wir runter. Und hier ist all unser Zeug. Ja. Genau. Genau so sieht's nämlich aus. Damn it! Ich sagte doch, da sind ganz viele Spawner. Und jetzt wird's auch schon spät. Ich hätte einfach gehen sollen. Aber nein. Da war wieder die Höhle. Die eine Höhle. Deren Erforschung unser Lebensziel war, bis wir gestorben sind. Okay, neuer Plan. Wir rennen rein, nehmen unser Zeug und rennen einfach wieder weg. Okay, ich weiß, der Plan ist nicht wirklich neu. Wir hatten ihn quasi vor 5 Minuten schon mal. Aber nun gut, hat ja nicht geklappt. So. Ja, da schnauzt es wieder. Oh, so, hoch, 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 hoch. Auf geht's. Zack, zack, zack. Ui! Ist auch schon wieder eine Höhle. So, mir reicht's. Also, hier runter. Ja, Ratten. Ratten sind auch ganz toll. Wo ist mein Zeug? Ja, Ratten. Wo ist mein Zeug? Zeug nehmen, hoch, weg. Da rührt's wieder. So, das war's schon, ne? Ja. Ja. Genau. Der Rest kommt so, wie er kommt. Und erstmal ab in die Heimat. Wir sind ja schon wieder Level 4. Ha, ha. Ha, ha. Scheiße.
Scheiße, wir waren schon wieder Level 12. Oh nein, so unbedacht ist das Ding wieder. Naja. Wahrscheinlich sollte ich ein Hardcore spielen, dann würde ich immer von Null anfangen können. Aber dann hätten wir jetzt hier... natürlich auch nicht so viel cooles Zeug, was wir machen könnten, wenn wir es denn mal tun würden. Wir könnten Paläste bauen. Paläste. Ja, also Mehrzahl. Aber was ist? Rennen wir wieder in eine blöde Höhle und sterben wieder vor uns hin. Immer wieder gleiche. So, ich schwimme jetzt. Ist mir egal. Mann, schon die letzten Minuten. Ach, wisst ihr was, dann mache ich das heute mal kürzer. Ich bin jetzt sowieso nicht mehr konzentriert genug. Wir sortieren jetzt nochmal gemeinsam die Kisten ab, ne? So ein meditativer Ausklang. Und dann war es das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also alle, die Kisten sortieren, nicht besonders mögen, können jetzt ausschalten. Also da, der Knopf am Rechner, kennt ihr ja. Meistens sogar inzwischen beleuchtet. Einfach mal ausschalten. Rausgehen und das schöne Wetter genießen. Und für all diejenigen, die weiter YouTube suchten, denen auch viel Spaß. Legt euch hin und wieder mal ein frisches Handtuch unter den Hintern. Um eventuelle Nebenwirkungen der Wärme aufzunehmen. Ich sag ja eventuelle. So, ja, nee. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Oh, ein Spezialei. Naja. Ein Straußenei. Ein Straußenei. So, alles für die nächste Erkundungstour liegt bereit. Da haben wir noch ein Sapling. Die müssen wir hier noch irgendwo... Ach, die sind hier noch mit drin. Achso. Wie war das? Ich wollte doch irgendwann mal hier aufräumen. Hier war so. Neues Werkzeug muss ich mir eigentlich auch noch machen. Das gehört in die Futterkiste. Na, müssen wir nochmal hier runter. So, blöde Erde braucht sowieso keiner. Sand haben wir auch. Ein Klotz Sand. Sind ja Creeper-Explosionen da. Ein Klotz Sand. Ach, das hatten wir eben gerade. So, das heißt Kohle, Bretter, die drei Sachen noch weg. Der Rest bleibt, ne? Sieht vernünftig aus. Bretter brauchen wir bloß ein paar mehr. Also, sind wir mal nicht so. Nehmen wir uns noch mal ein paar Bretterchen mit. Das Eisen können wir auch noch gebrauchen. Können wir es auch einfach mal... Nein, das ist da drüber, ne? Einfach mal aus der Kiste klauen. Dafür ist die Kiste ja da. So, noch mal ein paar Stöckerchen. So, frisch ausgerüstet für den nächsten Trip. Da wir ja wissen, das wird immer nichts mit dem, wir rüsten uns mal vorher aus, bevor wir losgehen. Da wollen wir es einfach zu sehr. Da wollen wir einfach los. Und nicht noch vorher 10 Jahre lang hier vor der Kiste stehen. So. Hui, hui. Ist zu früh abgebogen. So, an die Kiste müssen wir auch noch ran. Da kommt nämlich die. Da kommen nämlich die Pfeile rein. Und. Oh mein Gott, wir sind schon beim letzten Lied.
Irgendwer hat da irgendwie einen Guard gefressen. Yellowfish Egg. Ostrich Egg. Normale Eier. Na, sieht doch ganz gut aus. Hallo? Wie kann denn hier durch die Wand beißen? Ach, Wölfe. Na, ist doch hübsch. Dann holen wir uns mal noch schnell ein paar Gitter. Töten eventuell das, was gleich durch die Scheibe durch ist. Gitter, nein. Gitter, nein. Mal sortieren lassen. Nein. Ah, wo habe ich den Gitter hingetan? Gar nicht so cool getan. Naja, machen wir uns eben noch ein paar. Gitter sollten ja noch eine Weile reichen. Wenn man die nicht gleich dabei absortieren kann. Also dieses Inventory Tweaks ist zwar schon toll, aber es könnte noch ein bisschen toller sein. Wenn ich frage. Ups. Ja. Genau. Ha. Da hast du einen Zappen. So, das sieht doch gut aus. Hier jetzt auch noch ein bisschen mit. Mit Aussicht. Haha. Ha. Die Wölfe sind hier auch sehr viel aggressiver als im Original Minecraft. Also ohne Mo Creatures, muss ich ja mal sagen. Um einiges aggressiver. Langlaufbar gemacht. Na, setzt du dich hin. Atmosphärisch. Mann, die Musik ist ja schon vorbei. Und ich schweife mir hier auch noch einen ab. Ihr müsst hier wieder was erdulden. So, das heißt, wir haben jetzt hier so ein bisschen umgebaut. Mit zwei zum Rand hin haben wir da auch. Jetzt kommt da auch ein bisschen Licht noch rein. Der Wolf guckt uns griescremig an. So. Wolf. In diesem Sinne, Wolf. Und tschüss.